Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Ich rede gerade ein bisschen Blödsinn die ganze Zeit. Heute im Livestream. Könnt ihr auch mal vorbeischauen? Würde mich freuen. Da rede ich über Projekte, sonstiges Kram. Was man auch in Stardew Valley Folgen sieht, natürlicherweise. Aber das sind alles nur Gedanken. Ich muss das auch durchziehen, das ist das Ding. Ich muss das so durchziehen wie mein erster Vlog. Einfach machen, egal wie schlimm es wird. Ja, wer weiß, vielleicht fange ich sogar heute an. Mit der ersten Folge. So, Hasis. Ich wollte ja jetzt noch diese Dinger hier bauen. Ich brauche noch ganz viel Wein. Was braucht das? Eisen, Kupfer, Holz. Holz sollte weniger ein Problem sein, Eisen und Kupfer, aber... Okay. Bin ich voll? Ich bin voll. Ich habe vergessen zu verkaufen. Ja. Ja, ich weiß halt noch nicht, wie ich das mit der Geschichte so hinbekomme. Ja, leider. Das wird schon. Ich werde mal einfach so die erste Folge irgendwann hochladen. Ich werde das ankündigen. Auf jeden Fall. Und dann seht ihr ja, was für Müll ich produziert habe. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie das genau auf YouTube funktioniert, weil das wäre ja dann Podcast. Ich sollte nicht drüber reden, weil ich... Umso mehr ich drüber rede, desto eher habe ich Bock, das zu machen. Was jetzt nicht schlecht ist, aber... Ich habe gerade echt Bock drauf, das zu machen. Okay, hier baue ich ein bisschen Straße. So, hier, schön. Ja, Mukus. Ihr seid alle happy. Oh. Ich hoffe, ich habe noch genügend Gras. Finde ich gut. Ja. Das wird schrecklich. Schrecklich. Aber was habe ich schon zu verlieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich halt keiner anschaut. So. Nehme ich... Oh, Iridiumerz. Perfekt. Das hier gefällt mir noch nicht ganz. Na, Drachis? Habt ihr wieder ein paar Eier für mich? Ein paar schöne Eier. Oh, mit. Okay. Oder dass eine Geschichte geklaut wird, weil sie gut wird? Was? Oder dass eine Geschichte geklaut wird, weil sie gut wird? Nee. Das Ding ist, die Geschichte baut auf etwas ganz Bestimmten auf. Also, ich glaube nicht, dass das jemand so klauen würde. Das wäre ja mega.
Ich würde es gar nicht Shrimp finden, aber. Ehrlich gesagt. Obwohl ich hätte dann den Beweis halt auf YouTube, dass ich es als erster hochgeladen habe. Weil das kann man ja sehr leicht bestimmen dann. Mit der Geschichte. Oder jetzt kickt meine Kreativität. Das mit den 24 Geschichten könnte ich doch machen. Weil da ist mir gerade eine Lösung eingefallen. Ja, wer weiß, wer weiß. Was ich da mache. So, jeden. Ja, das könnte ich hinhauen. Das ist dann halt weniger kreativ, aber das könnte ich hinhauen. Da habe ich was. Dann lasst euch mal überraschen. Ja, auch ihr auf YouTube, ne? Wahrscheinlich habt ihr das dann später. Ihr seht das ja wahrscheinlich später auf YouTube. Ja, wir sind ja auf YouTube, aber ich bin gerade live. Also, ich glaube, ich hatte die perfekte Idee gerade. Dann ist halt auch immer noch das Ding, dass ich die Geschichten irgendwie umsetzen muss. Aber das, was mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen ist, ist halt ultra einfach. Und 24 Geschichten wären easy. Da fällt einem einfach sowas während dem Livestream ein. Das ist sehr lustig. Ja, die meisten Ideen kommen auch aus meinen Livestreams bei Stardew Valley. Weil ich hier ja eigentlich, ja, ich sollte mich konzentrieren, tue es aber nicht. ja. Deswegen klopfe ich jetzt hier die ganze Zeit Holz und quatsch einfach nur Blödsinn vor mich hin. Woraus vielleicht irgendwas entsteht, was sich keiner anguckt. Oder nur zwei, drei Leute. ja. Adventurelands? Was? Ja, ich kann die wieder nicht sprechen und kann nicht lesen. Adventkalender zu Weihnachten, ja? Das Ding ist, es wird funktionieren, glaube ich. Ich muss es nur umsetzen. Also, da muss nur die Umsetzung hin. Ich weiß halt nicht, wie ich das... ich habe jetzt nicht speziell für Audioaufnahmen, also so, wie ich das da mache, aber das ist... Das sollte ja nicht so schwer sein. Ich muss nur die Geschichten irgendwie erzählen können. Gut. Habe ich irgendwas, was die Leute lieben? Ach, jetzt fällt mir gerade was ein. Ich muss nach Hause. Ich glaube, ich mache das fix in Dezember, dass da die Geschichten kommen. Danke für die Idee. Ich glaube, ich ziehe das echt durch. Egal, ob es peinlich wird oder nicht. Ich rede da jetzt nicht mehr lang drum rum. Das wird einfach gemacht. Fertig. So habe ich das zum Beispiel bei meinem Vlog gemacht. Egal, wie peinlich es wird, ich ziehe es durch. Ah, ja. So. Muss ich noch ganz kurz auf die Insel?
das wird schon, das wird schon. Mit Augen kneifen. So, doch, das war hier. Das war hier. Ja. Hier. Da kommt eine Seegurke rein. Da kommt eine Seegurke rein. Und jetzt so ein bisschen Dekokrams. Haben wir was? Was Schönes? Das hier? Oh, das hier. Das brauche ich. Aber für drüben? Okay. So viel Dekokram an sich gibt es nicht. Schade. Ein Teddy. Das hier vielleicht? Okay. Sollte reichen. Lol, also ihr seht das gar nicht. Hinter mir wird das andauernd hochgezählt, wenn ich das mache. Sieht seltsam aus. Okay. Hier. Und hier. Ah, dann ist hier ein bisschen bunter. Gut. Dann kann ich wieder, obwohl, hier noch eine Seegurke rein. Habe ich glatt vergessen. Ab nach Hause und schlafen. Oh, ich wollte noch was anderes machen. Und ja, hier. Deswegen habe ich ja die Auberginen dabei. Ist ja klar. Jetzt freue ich mich irgendwie drauf, wie das dann... Okay, ein Drache, das freut mich nicht. Verschwinde. Das durchzuziehen. Aber nicht dann schimpfen, wenn das alles scheiße wird. Bis zum geht nicht mehr. Ich hatte bis jetzt noch keinen einzigen schlechten Kommentar auf meinen Videos. Also, ich glaube nicht, dass das so stimmen wird. Der schlimmste Kommentar war schlechtes Video und der eine halt, aber der zählt nicht. Der war nur ein Neider. Wo ich die Kommentare sogar sperren musste. Und ich habe das mit dem Kaffee immer noch nicht gemacht. Mist. Ah, ja. Mr. Quiz Missionen. Der böse Heini da? Der böse Heini, ja. Stimmt. Varia. Der böse Heini. Ja, keine Ahnung, was der hatte.
Ihr arbeitet fleißig. Finde ich gut. So. Jetzt Kaffeemission bald machen. Ja, kann. Ich weiß nicht, wieso man auf mich neidisch sein soll, weil ich bin jetzt nicht so der gute Streamer und YouTuber. Ich habe halt Glück, dass ich euch habe. Schleimen. Ach ja, die Schleim ist, stimmt ja. Da war ja noch was. Das passt jetzt gut. Da ist meine Schleimspur. So schleimig bin ich. So sehr habe ich euch lieb, dass ich das alles mitnehme. Ihr seid ja die beste Community der Welt. Ah, ja. Da explodiert der Schleim. Jetzt fühle ich mich dreckig. Schleimsturm, ja. Schleimnedo. Schleimtornado. So. Ich wieder da rein. Das war jetzt echt viel Schleim. Das nehme ich mal mit. Das hier rein. Packe ich auch mal hier rein. Das ist das Holz, was ich unten gesammelt habe. Das ist relativ viel. Obwohl, doch. Hartholz, brauche ich das? Weiß ich gar nicht. Ich muss hier noch so ein paar Truhen bauen. Und das hier, glaube ich, verändere ich. Weil das passt mir noch nicht ganz. Ja, Kupfer, Gold brauche ich. Was war es noch? Nein, das wollte ich. Was fehlt? Ah, Eichensaft und Eisen. Eichensaft und Eisen. Ah, ja. Heute bin ich gut drauf. Aber meine Kamera ist sehr weit unten, kann das sein? Oder mein Tisch ist zu weit oben. Ich fahre mal runter. Ja. Nicht weiter oben. Okay. Sieht man jetzt das Mikro? Ja, ein bisschen. Gut. Eisen. Ich nehme da noch ein bisschen. Baue ich so viel wie es gerade geht. 14 Stück, das ist gut. Weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Ein Recycler? Nö. Das habe ich noch nie ausprobiert. Oh ja. Ich mache da mal ein bisschen. 50 Stück, das ist okay. Für die Insel. Okay. Oh, hi. Hab endlich
geschafft, die komplette Playlist zu schauen. Was? Achso, das war's. Oh Gott. Respekt. 300. Na, sind sie? Wir sind ja schon über 300. 380 sind wir schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Wirklich? So viele Folgen? Ey, du bist super. Ach, ja, du. Und die Kommentare sind mega von dir. Die waren mega. Das ist Einsatz, ja? Das ist wirklich Einsatz. Drei, 377, ja. Ich bin immer ein bisschen vorne, deswegen. Bis 380 sind schon vorproduziert. Sowas. Okay, ich muss mich wieder hier konzentrieren. Was wollte ich? Ich hab's vergessen. Ich wollte noch schauen, ob ich noch was bauen kann. Genau. Soll ich so ein Ding? Ich glaube, zwei baue ich davon. Hi. Echt cool, da. Das hilft mir auch beim Kanal. Umso mehr geschaut wird, desto mehr kriege ich Reichweite. Gut. Was abgeben? Ich bin jetzt wieder ein bisschen durcheinander. Sorry, Leute. Heute ist wieder viel los für meinen Kopf. Da ist alles drunter und drüber. Jetzt das neue Projekt, was ich unbedingt umsetzen will. Das, ja. Im Dezember wird's lustig. Jeden Tag eine Folge. Ich weiß halt nicht, wie das genau wird, aber das wird. Ja. Wird. Ja, ich rede nur noch Blödsinn, Leute. Das ist alles. Wieso laufe ich jetzt die ganze Zeit rein und raus, obwohl ich hier immer noch Zeug abgeben muss? Wow. So, das abgeben. Habe ich noch irgendwas? Bisschen Holz. Muss auch abgegeben werden. Ist ja klar. Ja. Hm. Wo stelle ich denn jetzt die schönen Blumen hin? Geht das hier? Ja. Eine schöne Sonnenblume. Aber sonst? Hier. Das hier muss ich auch noch irgendwie verbessern. Hier. Die eine Ecke hier. Da kann ich nichts davor stellen. Aber das hier, ja. Also die zwei Bäume finde ich super. Aber das hier ist irgendwie noch ein bisschen. So, wegen dem Stoff. Okay, ja. Ich brauche ihn und verkaufe ihn, ja. Sorry, meine Legasthenie ist manchmal, dauert immer ein bisschen, bis ich was lesen kann. Ups, Schweinchen weg. Aber mit dem Stoff, das war ein guter Tipp. Ich brauche eh noch welchen. So, ja. Danke. Ein Trüffel. Jetzt, Erika, geben wir ein paar Schleimeier ab, weil ich will eine Explosion von Schleimis dort unten. Weil, das hat einen Grund, dann kann ich mit den Schleimis direkt Bäume fällen. Das heißt, noch mehr Stuff in weniger Zeit. Hier zum Beispiel.
So, hier Schleim hier rein. Erika, mitkommen. Erika, irgendwie durch die Bäume kommen. Was machst du denn hier? Am liebsten würde ich jetzt Schleimis für dich töten. Aber es geht jetzt gerade nicht. Und wenn ich gerade an den Stoff denke, kann ich den hier abgeben. Steht genau vor mir. Ja. Ja, renn raus. Hier. Dieses Geschenk ist fabelhaft. Vielen Dank. Ja, gerne. Wie weit sind wir schon? ja, wir haben es geschafft. Sie ist voll. Okay. Jetzt fehlt nur noch Elliot und ein Kaffee. Jetzt brauche ich keinen Stoff mehr. Und das mit dem Kaffee wollte ich ja auch schon seit 2 Folgen machen und habe es nicht gemacht. Ja, was ist das? 2 Verteidigungen. Okay. Das, weil ich den Doc die ganze Zeit vergesse. Ist der Doc hier? Ist er heute mal zu Hause, ausnahmsweise? Nein. Gut. Mr. Doc ist heute nicht zu Hause. Mr. Doktor? Dokti? Der Schnippelmeister? Ey, Schleimis. Ich muss bald wieder Amok laufen hier, wie es aussieht. Das geht hier gar nicht. Da wird richtig Liebe gemacht. Blub, 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 blub. Gut. Schleimis. Ciao. Ich weiß nicht, was die Schleimis haben, dass die ganze Zeit meinen Namen falsch sagen. Wo ist denn hier der Replikator? Ist hier nicht mehr da. Jetzt gehen wir mal nach oben, weil da ist noch ein bisschen schleimig. Casanova. Oh. Voulez-vous coucher avec moi? ja. Gut, hier Schleimis. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich schau mal zur Hexe, aber das wird immer noch nicht funktionieren. Obwohl, das wird wahrscheinlich mit meiner Ex Marouk überhaupt nicht mehr funktionieren. Vermute ich mal. Okay, nein. Weil ich habe mir das jetzt mal angeschaut, da kommt so ein Geist, der einen töten will. Wenn man seine Kinder verschickt. Der gute Kaffee. ja. Gut, ja, also einfach reich. Hm? So, das habe ich gemacht. Was wollte ich jetzt machen? Wenn ich jetzt gerade an den Kaffee denke, ja, da ist nämlich was, was ich machen muss. Ich schon mit Lucky? Habe ich schon mit Stadion. Okay. Ich habe das jetzt nicht komplett gelesen, aber okay. Meister, ich brauche mal ein paar hundert Stück. Alles wichtig. Ich brauche den guten Kaffee für Mr. Queen. Er ist ein guter Kunde von mir. Er bevorzugt Qualität. Keine Ahnung, was für ein Blödsinn ich gerade hier vor mich hinrede.
Gut, ich bin schon über 300, ich muss raus. Ciao. Da mein Logo. Selbstversunkenheit, ich bin nicht arrogant oder sowas. Oder wie heißt das? Selbstverliebt? Ich kann alles schaffen. Ah, jetzt fühle ich mich wieder schlecht. Hier, Schleimei. Gut. Heute ist ein schöner Tag, oder? Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt ein bisschen nervös bin. Wir waren schon im Bett. Hä? Fledermaus, was? Jesus. Kaffee, ich vergesse gerade alles. Ich bin Captain Vergissmeinnicht oder so. Ein Superheld, der alles vergisst. Das wär so lustig. So eine Lebensgeschichte von einem Superhelden, der alles vergisst. Ich habe jetzt einen Satz. Keine Ahnung. Was wollte ich machen? Die Menschheit retten? Ach was? Habe ich nur geträumt. Ah, gut. So, jetzt zu Mr. Quee. Bevor ich es wirklich wieder vergesse. Mr. Quee? Oh Gott, ich habe das wieder ganz knapp überlebt. Trüffel schmeckt sicher gut und bringt gar nichts. Gut, dass hier keine gefährlichen Tiere sind. Oh. Die Ernte ist fertig. Ups. Okay. Mal einen trinken. Es sollte sich ausgehen. Mr. Quee. Oh, das kann ich ja auch gleich machen. So. Will ich das hier so? Ja. Sieht schön aus. Okay, ging sich nicht ganz aus. Wieso kann ich das nicht abgeben? Oh, ich habe schon abgegeben. Okay. Dann habe ich beim Café was falsch gemacht. Was schreibt ihr jetzt die ganze Zeit im Chat? Ich muss doch mal reinschauen. Ja, das wäre lustig. Ich hätte Bauchweh vor Lachen und fand mein Bett nicht. Okay. Zweite Staffel Stardew Valley Cop. Okay. Ja. Okay. Jetzt bin ich wieder komplett verwirrt. Danke, Leute, danke. Wollte ich hier eigentlich Schleimis hin? Nein. Ich wollte hier keine Schleimis. Husch. Also das heißt, ich kann die wirklich hier verkaufen. So. Das habe ich gekocht. Kann ich noch irgendwas kochen? Was jetzt nicht wirklich... Kartoffeln und Öl. Das brauche ich auf gar keinen Fall. Energie. Ich habe einfach Käse und das reicht. Kartoffeln brauche ich ja überhaupt nicht.
gebe das jetzt auch noch ab und dann müsste die Mission eigentlich geschafft sein. So, weg damit. Weg damit. Okay. Sorry. Lass mich rein. Gute Nacht, mein Schatz. Hab dich lieb. Ja, geschafft. Geschafft. Die Mission von Mr. Qui wurde erfüllt. Da bin ich froh. Da bin ich froh. Ah, Leute. Aber das war's wieder für diese Folge und sie ist schon wieder überlang. Das freut mich sehr für euch. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Aber ich liebe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.